Hallo zusammen und herzlich willkommen zu X2 Hearts of Iron 4. Leibpachtbeginn brauchen wir nicht, nein. Sozialistische Slowakei ist die Frage. Das Gebiet hier, Ostslowakei, benötigen wir das eigentlich? Albanien, Französisch, östliche Wüste, Tunesien. Eigentlich nicht, heißt mit denen können wir auch was sowas machen. Belgien, nicht angepackt, lieben gerne. Mexiko, lieben gerne. Slowakei, lieben gerne. Lieben gerne an der Stelle. Tirol ist. Grün, nur die hier sind verbündet mit denen. Okay, das macht das Leben um einiges einfacher nachher. So, und ich möchte bitte, dass jedem hier richtig angegriffen wird. Ich wollte gerade sagen, ihr seid, glaube ich, alle unterwegs momentan. Ihr habt es einfach nur die Wüste. Die Wüste macht uns einfach nur gerade Probleme. So, der Rest der Einheiten ist am Laufen. Hallöchen. Hat sich angeschossen. Danke dafür und auch danke dafür. Mehr Eigenproduktion machen von Ressourcen. Das wäre mir noch wichtig. War schon gut, dass wir den Batzen hier bekommen haben. Und ja, das ist ein bisschen ungünstig gelaufen, sagen wir es mal so. Das ist ein bisschen ungünstig gelaufen, aber es macht nichts. Macht nichts, dafür haben wir die Ressourcen hier und ganz Italien. Ach, Italien, das ist so herrlich. Habt ihr eigentlich Truppen? Keine, 2,3 Millionen habt ihr, aber das sind viele Leute. Das sind ziemlich viele Leute sogar. So, ihr werdet vertrieben, wunderbar. Und weil wir jetzt wieder quasi in der Lage sind, uns zu verteidigen. Ja, genauso wie hier. Österreich nimmt Anschluss an Deutschland an Wes. Mit Wes. Wes. Moment, wie, was, hä? okay, ich akzeptiere es mal so. Ich akzeptiere es einfach mal so. Militärzugang erbitten. Na, ihr bleibt da, wo es seid, es passt. Amerikanische Ozeanien, Somalien. Jugoslawisch nicht. Nein, da wird gar so viele Leute, die man sich merken muss. Unschön. Wunderbar. Und direkt weiter. Direkt weiter durchbrennen. Sowas von weiter durchbrennen. Dann haben wir es nämlich gleich und gut ist danach. Und besiegt. Dankeschön. Das heißt nämlich ein paar Waffen wieder für uns. Die wir recht gut nutzen können. 21 Truppen, die nach da drüben hingehen sollen. Ja, yeah, sowas von. Und ansonsten haben wir nichts mehr. Nein. Wenn wir das und das haben, haben wir den Bereich wieder für uns gewonnen. Die Frage ist... Oh. Oh, ich sehe da gerade etwas Interessantes. Ist Tibet... Ich muss gerade mal gucken. Ist Tibet eigentlich jetzt auch unser Feind? Noch nicht, nein. Tibet ist nicht unser Feind. Möchten wir hier weiter vordringen bereits? Eigentlich weniger. Warum? Weil wir jetzt eigentlich gegen Russland fungieren wollen. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Wir lassen uns aber ein bisschen Zeit. Wir lassen uns Zeit. Zuerst mal die Probabilität steigen. Yep. Und wir tun Staatsstreich da oben inszenieren. Yep. Machen wir. Dass wir hier angreifen können, hier und hier angreifen können. Und das einfach quasi unsere... Unsere Verteidigungslinie ist Richtung, sagt es mir, Richtung Japan. Das passt dann schon. Republik ist da hinten. Yep. Soll die rauskommen? Ach nee. Das passt schon. Das passt schon soweit. Hier nach da unten noch hingehen. Und gut ist. Weil jetzt müsste man theoretisch hier. Ach nee, eine Sache haben wir ganz vergessen. Ganz vergessen. Jägerproduktion umstellen. Auf bitte Düsenjäger. Und hier den Mark 1 schon mal raushauen. Düsenjäger. Mark 1 wird gebaut. Braucht natürlich jetzt hier das ein bisschen. Macht aber nichts. Hier bräuchten wir noch ein bisschen was. Und taktische Bomber werden auch demnächst ersetzt werden. Yep, das ist auf jeden Fall. 40 auf Nier, 10 da, 10 da. Das passt. Flakpack. Das kommt auch entgegen. So, Wolfram.
Da haben wir unseren Mega-Hersteller. Gutes Portugal. Das wird uns nämlich ordentlich versorgen mit einem Leibpacht von den Vereinigten Staaten. Yep, gib mir was. Gib mir was ab. Gib mir was ab. Gib es mir. Wie schaut es denn da unten aus mit Versorgung? Die ist noch ein bisschen schlecht. Okay. Wenn die so schlecht ist, dann natürlich können wir das nicht so lassen. Direkt upgraden, so weit wie möglich. Dann können wir sie ganz nach oben schmeißen. Passt. So, taktischer Düsenjäger ist erforscht. Der Rest folgt nach und nach. So, brauchen wir sonst noch gerade irgendwas? Bei Tag und Nacht angreifen? Nein. Motorisiert noch mit Panzerkanadieren zusammen? Das wäre noch eine interessante Sache. Upgrades für die Sachen auch? Yep. Das wäre richtig gut, wenn wir das irgendwie hinbekommen könnten. Die französischen Truppen kommen, sie dürfen hier durchlaufen, das passt. Yep, ihr dürft da durchmarschieren. Darf Deutschland durch mich durchmarschieren? Ich bin gerade im Überlegen, dann werden die Alliierten noch stärker. Naja, noch nicht, noch nicht. Noch nicht an der Stelle. Ich würde sagen, drängt sie mal ein bisschen zurück. Das finde ich echt schön. Das wäre ja bezaubernd, wäre das. So, nachdem wir jetzt zu viele gerade hier haben, können wir auch sagen, hey, die weiße Streitkraft verschwindet mal. Ach, weil ihr oben auch noch seid. Ich möchte bitte, dass die Streitkraft hier, die 19er, soll bitte dorthin. Die weiße Vitum da weg, das passt. Wir warten kurz, bis einige da rumgeschweift sind. Und danach... Ja, dauert ein bisschen nach, können wir die Weißen mich erst abziehen. Beziehungsweise wir könnten euch hier bereits abziehen, das geht schon mal jetzt. Und dann nach da hinten. Wir haben genug Truppen da, um die Küste zu halten, würde ich sagen. Dankeschön, Handelskrieg ist immer recht gut zu sehen. Doktrinforschung, ja. Machen wir die letzte auch noch vor uns, dann sind wir auch mit dabei. Haben wir irgendwo ein paar Flieger, haben wir auch bereits. Wir werden hier immer schön weiter bekämpft. Es wird ein Dauerzustand werden, so wie es ausschaut. Leider ja. So. Dann hatten wir noch hier Bomber. Taktische Bomber. Dass die schon mal umgestellt sind. Wir uns fehlen nur die Fabriken, stelle ich fest. Die sind aber am Bauen. Yep, die sind am Bauen. Okay. Passt soweit. Das wollte ich doch sehen. Seid ihr schon da? Nein, seid ihr nicht. Wo ist so viel Mountaineers und alles seid? Oh, ein bisschen. Ein bisschen Vereinigte Staaten. Yep, einmal auf 1 und einmal bitte Portugal. Ein bisschen näher deichsen. Das passt dann schon. Wer ist denn sonst schon alles hier? Ihr seid immer noch zu viel gerade. Yep. Dann bitte ihr auch noch nach da unten. Dass die Versorgung wieder ein bisschen besser wird an der Stelle. Ich werde sagen, jetzt werdet ihr angegriffen. Das macht nichts. Und das Gute ist, die Leute kommen nämlich gleich noch hinterher. Das solltet ihr soweit eigentlich schaffen können an der Stelle. Wir könnten sogar noch sagen, hier für Notfall. Baut mir hier einfach mal was hin. Und hier auch noch. Passt. Und wir sagen noch, ich möchte bitte das... Die Hälfte der Armee von euch bitte dahin geht. So. Dann seid ihr nämlich wieder richtig gut aufgestellt, würde ich mal behaupten. Wie schaut es aus mit Japan da hinten? Nervt mich immer noch, massiv sogar. Aber es sollte nach und nach besser werden. Bitte auf nach und nach. Bitte normal angreifen. Ich brauche keinen Massenangriff oder sonst irgendwas. Das passt soweit. Ihr seid soweit zufrieden. Yep, du kannst wieder was machen, aber das bringt mir rein gar nichts momentan. Haben wir noch mehr strategische Bomber oder sowas? Wäre das eine Möglichkeit?
Nur eine Handvoll Zwischenbomber. Okay. Nur eine Handvoll Zwischenbomber. Schade an der Stelle, schade. Ihr Jäger, ihr kommt da oben und ihr kommt da oben. Und dann sagt man nämlich, dass hier ein paar Jäger. Nein. Haben hier nur Jäger momentan. Wir haben ziemlich viele Jäger, stelle ich gerade fest. Ein bisschen arg viele Jäger sogar. Dann nach dort hinten und nach dort hin, mir gerade egal. Hauptsache macht irgendetwas, das passt dann schon. Grenzen sind erbaut und verweiter gebaut. Das heißt, jetzt kann man noch sagen. Baugeschwindigkeiten erhöhen. 4 Radarschütze und alles drum und dran. Jep, das machen wir einfach mal. Warum nicht? Da ich näher dazu. Ist das Kamera trotzdem weiter repariert? Ja. Okay, das gefällt mir. Repariert den Suezkanal. Weil dann könnte man nämlich hier endlich mal sie abschneiden. Danke dafür. Das wollen wir nämlich auch sehen. Dann sagen wir nämlich, hey, guck mal her. Wir erklären euch den Krieg. Sie werden sich ziemlich schnell dem Reich anschließen. Yep. Und wir können aber sagen, breche durch. Breche mit allem durch, was du hast. Deine Hälfte bleibt hier. Und ihr kommt hinterher und ihr kommt hinterher. Das könntest du nämlich jetzt nicht so schnell aufhalten. Zugang vom Vereinten Königreich. Nicht angespackt mit Vereinigten Königreich. Yep, das können wir machen. Und Zugang können wir auch mal machen. Was soll's. Ich sag nicht nein dazu, wenn ihr mir zu Hilfe kommt. Okay, wenn das nicht reicht, dann müssen wir bei denen noch ein bisschen einkaufen. Hilft ja gerade alles nichts. Aber zumindest kommen wir mit unseren taktischen Jägern ein bisschen voran. Komm, nein. Wunderbar, danke. Es sind immer mehr, Passt soweit. Na. Direkt hinterher. Das dürfen wir so natürlich nicht zulassen. Sind wir da noch im gleichen Teil drin? Nein, sind wir nicht. Aber wir haben jetzt das, was wir brauchen, eigentlich. Wunderbar. U-Boot ist auch mal gerne gesehen. Ist eigentlich nicht mehr dazu. Wenn wir das upgraden können. Oh ja. Oh ja, die Versorgung gehört an uns. Die gehört an sowas von uns. Noch mit Panzern hinterher geschossen. Der Rest kommt auch hinterher, das passt soweit. 71 Panzer war jetzt nicht die gute Entscheidung, aber was soll's. Hier noch ein bisschen hinterher. Ihr müsst sie bloß ein bisschen aufhalten, das passt dann schon. Nur ein bisschen aufhalten. Ihr schafft es auch und ihr schafft es hier auch. Ja, wir haben hier mehr als genug. Ihr bitte andere Stelle nehmen. Wir fangen nämlich jetzt dann an, quasi nach da hinten zu gehen und nach alle Truppen abzuziehen. Das wird so glorreich werden, was wir jetzt vorhaben. Wir planen quasi die Invasion der Sowjetunion. Das wird ein Träumchen, wird es werden. Wir haben nirgends jemanden, das macht aber auch nichts. Wollen wir euch noch? Wir haben euch hier, weil ihr hier hin sollt. Okay, das müssen wir nachher noch austauschen. Ihr seid hier. Aber könnt natürlich gerade nichts machen. Und ihr seid auch noch hier. Könnt aber immer noch nichts machen. Das sind wir gerade 30%, dass wir die angreifen. Okay. Wir verlieren gerade ziemlich viele Leute, stelle ich fest. Und mit ziemlich viel meine ich auch ziemlich viele Leute. Was ist denn, wenn wir sagen, ihr hört auf anzugreifen?
Wo wird denn bitte noch Krieg geführt? Momentan wurde aktiv angegriffen. Nirgends mehr. Ah, Staatsschwäche ist insensiert worden und der Rest hier auch. Okay, das passt, das passt. Dann sagen wir einfach mal, weil es nicht anders geht, weil alle Erwachsenen jetzt schon holen, wir halt ein bisschen arg heftig an der Stelle. 70, wir bekommen gerade noch ein bisschen was. Wir könnten eher sagen, Militärparade abhalten, nein. Das auch nicht. Propaganda auch nicht. Stabilität brauchen wir nicht. Wir bräuchten jetzt mal Treue. Und Populismus. Das können wir machen. Und das auch noch, guck mal, so ist die drei Säulen. Die bringen uns einiges weiter. Kriegt man einen ganzen Batzen an Leute immer. Kann er nicht alles packen? Gerne doch, gerne doch. So, und wenn wir die ganzen Sachen hier auch nach und nach abgewählt haben, würde ich mal daran denken, das ist immer noch so, dass wir hier zurechtkommen könnten auf Dauer. Yep. Zack, zack, danke, danke. Bunkeranlagen sind hier auch gebaut, das passt soweit. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt die nächste Armee planen. Ja, durch ihn aber auch. Frankreich nicht angespackt, das passt. Mongolei nicht angespackt, das passt auch soweit. Huhuhuhu, Staatsstreich. Du wirst mir noch eine schnelle Sache sein, weil wir nicht vorbereitet sind. Überhaupt nicht sogar. Mannstärke erhöht sich wieder ein bisschen. Das auch, das auch, das auch. Minus machen wir nicht, aber wir haben halt diesen riesigen Klotz hier. 150 Tage noch. Kriegsanleihen sind auch am Laufen. Du hast kein 185, das dauert noch länger, bis der mal fertig wird. Albanien, Niederlande. Was sie mal alles haben wollen, hier ist echt schlimm. Das ist wirklich schlimm an der Stelle. Okay. Saudi-Arabien, wir haben hier keine grüne See, oder? Aber wir haben hier grüne See. Aber es bringt uns nichts, solange wir nicht den Haupthafen einnehmen können. Das ist gerade das größte Problem. Wir können den Haupthafen nicht einnehmen. Der Schleiß wird größer, je nachdem, wie wir gerade dabei sind. Okay. Sonst noch irgendwas gerade. Ihr habt Atombombenforschung. Die ist sogar einmal so schlecht. Noch mehr Truppen machen. Nein. Danke dafür. Es gibt noch einen Anführer, der uns hoffentlich noch ein bisschen weiterbringt bei dem Ganzen. Das passt dann nämlich schon. Es sind jetzt so viele gerade. Wirklich so viele. Ah, Mann, 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 Mann. Warum kann es nicht einfach weg sein? Es wäre zu schön, wenn es einfach nur weg sein könnte. Wir brauchen hier nichts mehr, dankeschön. Okay, jetzt brauchen wir wieder was. Komm, haben wir es einmal gemacht. Schau, ist wieder weg. 101.000, das ist ein bisschen wenig. Kirchheit, wir bräuchten halt deine Produktionsstätten noch. Es ist nicht viel, aber jedes bisschen zählt natürlich. Was bräuchte man denn hier? 500. Können wir dich noch upgraden irgendwie? Du bist bereits fast überall auf 10, okay. Fast ist sogar mal so schlecht. Das können wir noch upgraden. Und das können wir noch alles hinterher pumpen. Yep, dann machen wir es auch. Dich holen wir schon noch zu uns rein. Dich holen wir sowas von rein. Dankeschön. Panzerwagen Nummer 1. Panzerwagen Nummer 2. Können wir zu Gaudi dann brauen. Stimmt, wir könnten ja auch noch sagen, hey. Die hier alle. Geht nach da unten hin. Und schießt die alle über den Haufen, egal was da zu finden ist. Ja, und die Konvois werden abgeschossen. Das heißt, der Verschleiß wird größer auf Dauer. Ja, das sind wirklich Schiffe von denen denn.
Da sind tatsächlich Schiffe drinnen. Oh, die werden so leiden und sie werden so weiten. Bitte bau mir strategische Bomber. Ja. Die benötigen wir noch ganz, ganz dringend. Aber wir brauchen auch keine Panzer momentan. Okay. Ja, für Düsenjäger bist du umfallen. Das ist zumindest auch schon mal was. Zwei Schiffchen, da noch was kaputt, da noch was kaputt. Hier im Hafen noch was kaputt gemacht. Ja, die See wird ruhiger da werden. Die wird auf jeden Fall ruhiger werden. Da können die nämlich nichts mehr anstellen. Die Frage ist halt wirklich, wenn ich jetzt sagen würde, wir schnappen uns jetzt mal euch zwei hier weg. So, komm mal mit, komm mal hier, komm mit. Hier kommt jetzt noch da hinten hin. Ganz, ganz schnell. Ich würde sagen, ist es gerade weniger geworden? Ich glaube, es ist weniger geworden. Ich glaube, es ist weniger geworden. Nice. So. Dann sagen wir nämlich, ihr bereitet euch jetzt mal drauf vor. Euch fehlt Ausrüstung, das ist alles soweit klar. Macht nichts, aber ihr bekommt sie schon noch. Ihr bekommt sie ja schon noch alle. Wir produzieren nach und nach ins Plus rein. So, und wenn wir jetzt sagen würden, ihr hier, macht mir bitte nach darüber eine Seeinvasion. Mal gucken. Seeinvasion noch darüber. Ob wir das auch hinbekommen können. 3 Tage. Oh, hatte ich ihn aber auch. Oh, hatte ich ihn aber auch. Möchten da welche fliehen? Möchten da ein paar Schiffchen fliehen? Nicht mit mir. 23%, wir bombardieren sie weg. Weil man wirklich nimmt das da hinten weg, das passt soweit. Das ist alles wunderbar. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Das bringt aber leider nicht so viel. Das bringt nicht so viel, weil die hier diesen Hafen verteidigt haben. Dumm. Ganz, ganz dumm sogar. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier einen Hafen hinbauen kann. Ich guck mal, ob ich so dreist sein kann. Ob das funktioniert an der Stelle. Bis 9. August benötigt es. Oh, Moment, Moment. Eventuell ist... Nein, nein, nicht, nein. Okay, okay, okay. Ihr habt euch zurückgezogen. Oh, okay, allein das war's schon wert. Allein das war's schon wert. Ihr hier, rein. Ihr hier, rein. Ihr hier, rein. Alle Mann rein. Wunderbar, wunderbar. Ihr haltet noch, aber es macht nichts. Ihr könnt nicht halten. Ihr könnt auf dort das nicht aufhalten momentan. Ja, wir brechen durch. Wir brechen durch. Oh, ich bin so glücklich drüber. Ich bin so glücklich drüber. Dankeschön. Weiter angreifen. Immer schon weiter angreifen. Ihr werdet keine Überlebenschance haben, Japan. Tut mir leid an der Stelle. Tut mir leid, das zu hören, aber es geht halt nicht anders. Es geht halt nicht anders. Verschleiß ist nur minimal. Und wenn ich mal behaupten, das können wir aber auch abbrechen. Komm, was soll's. Wir kriegen ja die Häfen hier. Wir kriegen ja die Häfen da oben. Emrin ist warm. Schock und Furcht haben wir jetzt auch fertig. Ah, herrlich. Da gibt es noch nichts Besseres momentan. Wir haben auch noch Mountaineers, glaube ich, haben wir gehabt. Yep. Die bekommen auch noch ein bisschen was dazu. Feindes König, ernsthaft, feindes Königreich. Dankeschön dafür. Ich würde gerne hier weiter angreifen, aber sowas von. Weil war ja eigentlich meine Idee hier. Sagen, war ja eigentlich meine Idee. Hier rüber angreifen für einen 2-Seiten-Angriff. Ihr bleibt hier und ihr bleibt dort. Ich meine, okay. Ich sage nicht mehr dazu. Dann. Kommt da runter, nimm's mit. Dankeschön. Direkt ihr weitergehen, ihr geht direkt weiter, das passt. Dann sind die nämlich miteinander verbunden. Und den Flughafen sollten wir haben, den haben wir, aber sowas haben wir den. So.
Runter mit uns. So was von runter mit uns. Verbesserte Schnorre ist auch wunderbar dabei. Das passt. Und verbesserte Landungsoperation. Man weiß nicht, für was man es noch brauchen kann. Aber wir nutzen es einfach dann nochmal an der Stelle aus. So, da die U-Boote. IV. Ihr werdet aufgepimpt. Torpedoraum. Wunderbar. Verbesserte Schnorchel. Wunderbar. Jetzt einfach noch tödliche Torpedoraum. Wunderbar. Noch mehr Torpedos. Noch mehr von allem. Und sie werden gebaut werden. Und natürlich wieder mehr Stahl bei dem Ganzen. Aber wir haben ja unsere guten amerikanischen Freunde auf der Seite. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Ah, guck, die kommen auch gerade entgegen. Passt soweit. Dieses Ding gehört uns. Dieses Ding gehört sowas von uns. Ja, bleib, 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 bleib. Und wir haben ihn als Anführer zu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Was ist das? Das ist alles, was wir brauchen. Das heißt, wir könnten Machtpunkte ansparen. Mach mal. Für Italien sparen wir jetzt ein paar Machtpunkte an. Das passt dann schon. Wir werden es jetzt nämlich quasi runterbauen, weil die Fabriken bauen wir so oder so. Ja, das war klar, dass die irgendwann mal verschwinden werden. Die werden leider verschwinden an der Stelle. Okay, ihr zwei, das müssen wir uns anschauen. Das ist das siebte, so ist nichts mehr. So. Ich möchte nicht dafür zuständig sein. Bitte was? Okay, wenn die Sowjets da drüben einfallen, sollen sie da drüben einfallen. Da ist auch nicht nein dazu. Ich möchte, dass ihr bitte, zack, hier und dorthin geht. Mit einem massiven Angriff darüber. Und los geht's. Und ihr hier macht gerade gar nichts. Okay, könnt aber auch einfach stehen bleiben. Yep, ihr könnt genau da stehen bleiben, wo ihr seid. Na, wobei. Nein, ihr klaut denen gerade die Ressourcen. Das könnt ihr nicht machen. Ab nach hinten. Ihr klaut denen die Ressourcen. Anhalten. Und Linien bilden. Natürlich nicht so. Weil wir möchten es ja quasi haben. Ach, komm schon. Vergackeiere mich nicht. So, hier und dort über den Gebestalt. Wunderbar. Und Massenangriff. Und auch hier bitte Massenangriff. So. Komm, komm, komm. Dankeschön. Oh ja, das tut gut. Das tut mehr als gut. Nein, deine Linie war es nicht. Deine Linie war es aber. Frontlinie, dankeschön. Wir haben ja Omen den Krieg erklärt. Nicht ihr. Definitiv nicht ihr an der Stelle. So, weiter geht's. Immer schön weiter angreifen. Wir vertreiben sie aus diesem kleinen Eckchen noch raus. Arabien, ja, ja, ja. Das wird bald alles besser werden. Genauso wie hier. Die werden nichts mehr drin haben. Sie kommen auch nicht mehr raus. Also von dem her würde ich mal behaupten, der Sieg ist unser. Können wir nämlich noch gucken, ob wir hier ein paar Marinebombe herbekommen. Kriegen wir sogar. Wunderbar. Aber damit er nein. Was hast du noch ein paar Bomber gerade? Wir haben Düsenjets. Wir haben Unmenge Düsenjets. Die müssen wir vielleicht mal vorbereiten. Das wäre noch eine Sache. Dass wir sagen, hey. Wollen wir denn Tausender? Ach, wir haben momentan noch keine großen Flughäfen. Oh, das ist natürlich schlecht. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen priorisieren kurz. Aber auch nur ein bisschen, nur ein kleines bisschen. Wobei, beides können wir machen. Geht ja beides. 1800, das heißt, bitteschön, ich möchte alle, die wir haben, da rein. Und ihr macht bitte Training. Meine Güte. Ja, das sind viele, das sind definitiv viele, was wir haben. Ihr werdet hier raus verbannt. Auf die See. Auf die See, juhi, juhi. Nein, Frontlinie bitte nur nach dorthin machen. Die sollen ihr eigenes Süppchen brodeln. Frontlinie nach da unten hin machen. Eigenes Süppchen brodeln, passt soweit.
Angriff hier nach dorthin machen. Schee, herrlich passt. Sitz passt aus Luft, wir sollten sie besiegen können. Den Klotz hoffen sich auf bald und danach sind wir ja schon bald dabei. Ja, das wird lustig. 100 Tage noch. 100 Tage, bis die Sowjets gegen sich selber kämpfen müssen. Und im Bestfall wird es nämlich dann so sein, dass wir keinerlei Probleme haben. Das ist natürlich die Creme de la Creme an der Stelle. Haben wir Probleme? Nein. Haben wir Probleme? Nein. Das macht ihr schon mal. Passt. Umstrukturen kommt. In der nächsten Folge geht's los. Schätzungsweise. Ja, dann geht's los. Krieg gegen die Sowjets. Bis dato macht's gut und wie immer. Tschüss alle.